Wir haben recht gute Daten aus US-Unternehmen, auf der anderen Seite nach wie vor Shutdown und Handelsstreitereien mit China. In Summe bedeutet das, die Impulse heben sich auf und der DAX tritt auf der Stelle. Herzlich willkommen zum Marktbericht hier von Börse Stuttgart TV, meine Damen und Herren. Schauen wir kurz auf die Vorgabenseite. Es war ein volatiler Handelstag an der New Yorker Wall Street. Das Pendel schlug hin und her, Plus und Minus. Und am Ende des Handelstages blieb es leicht im Plus stehen, bei etwa 0,7%. Gute Zahlen von IBM, Procter & Gamble und United Technologies. Auf der anderen Seite Beobachter, die sagen, naja, dieses Thema Shutdown, das könnte sich irgendwann auch auswirken auf die US-Konjunktur. Und das wiederum ist schlecht. Was kommt heute noch? Wir haben Zahlen heute Nachmittag zum verarbeitenden Gewerbe in den USA. Das könnte Impulse geben. Und dann haben wir noch die Zinssitzung der EZB. Hier erwarten wir im Grunde genommen keine Impulse. Business as usual. Dann ganz schnell noch der Lichtspezialist Osram. Hier flackert nach dem schwachen ersten Quartal bereits die Jahresprognose. In der Folge rauscht die Osram-Aktie 6% nach unten. Dann haben wir eine Kaufempfehlung von Merrill Lynch für Fresenius. Das kommt gut an. Und eine Verkaufsempfehlung von Morgan Stanley. Das drückt auf den Kurs von Adidas. Und jetzt die Top-Themen des Tages. Wir schauen auf einen der größten Autobauer der Welt, Ford, in den USA. Hier rutscht man dann am Ende des Jahres in die roten Zahlen. Ein Verlust, 116 Millionen Dollar im vergangenen Jahr oder im Vergleichsquartal war es ein Plus von 2,5 Milliarden. Ja, Probleme in China, Probleme in Europa, hohe Sonderkosten, all das lastet hier, all das kostet. Aber der Markt reagiert relativ gelassen. Warum? Ganz klar, vor einer Woche hatte Ford schon entsprechend gewarnt. Wir bleiben thematisch in den USA. Texas Instruments, der große Chiphersteller TI, wie auch kurz abgekürzt wird. Ja, hier ist der Umsatz leicht zurückgegangen. Weltweit schwächelt die Nachfrage. Der Nettogewinn auf der anderen Seite, der legt relativ kräftig zu auf 1,2 Milliarden Dollar. Aber auch hier hatte man schon gewarnt, Verlängerung bei der Vorlage der letzten Zahlen. Deswegen auch hier der Markt relativ gelassen. Und ganz im Gegenteil, der Gewinn je Aktie, das Earning per Share, soll höher liegen als der Plan. Und das wiederum kommt richtig gut an am Markt. Hierzulande gab es auch Zahlen aus München, Zooplus, Heimtierbedarf, Tierfutter, alles kann man dort kaufen, auch im Internet, ganz klar. Die machen ein richtig gutes Geschäft, der Umsatz klettert um 20%, sowas kommt im Prinzip gut an. Die finalen Zahlen gibt es erst in ein paar Tagen, und zwar am 20. März. Letztes Jahr war ein schwieriges Jahr für Zooplus, Wachstumsprobleme hat man auch beim Aktienkurs gesehen, im Mai noch bei 190 Euro, dann zusammengeschmolzen auf 120 Euro. Heute sind wir 4% im Plus. Der DAX, wie gesagt, der tritt so ein bisschen auf der Stelle, im Minus gestartet, habe ihn aber auch schon ein paar Pünktchen im Plus gesehen. Dow Jones mit guten Vorgaben, Euro und Gold leicht unter Druck. Bis später. Mhm.